Herzlich willkommen zum Heilungsort hier auf dem Arsch. Thüringenkarte. Entschuldigung. Ja, das ist ein Durcheinander hier. Gut. Ja, gut, das ist nicht schlimm, ne? Ich sag mal, wir machen heute weiter. Hier werden wir die Ballen aufräumen. Dann werden wir mal ein paar Ballen noch da auf dem Stall sind. Die werden wir dann auch noch wegfahren. Die hauen wir jetzt mal in die BDH rein. Das ist Platz. Da haben wir gerade einen reingekippt. Und erstaunlicherweise sind wir fast verarbeitet. Gut, dann legen wir vorne ab, ne? Ich weiß, da oben liegt auch einer, weil ich das nicht mal gegriffen, ne? Ja gut, solange er auf der Gabel ist, ist er nicht für den vorhanden. Sollen wir mal, ob der rankommt, mal sehen. Also der ist ja ein bisschen klein, ne? Aber ich denke, man müsste es erreichen, ne? Nee, reicht nicht. Bei weitem nicht, da fehlt mir so viel. Müssen wir den großen nehmen, weil den großen verkauft. Ja, den großen brauche ich eigentlich so nicht. Werde ich hier keine in die Nase reinbringen. Das war schon vorher Backi und ein Anspruch und ein Aufbacki ist. Ja, beide im Prinzip. Ja, da von daher werde ich hier oben mal nicht probieren, dass Verlust zu hoch. Die Preise jetzt total im Keller sind für Silage. Bleibt mal ganz vorsichtig, ne? Das lohnt sich dann nicht, wirklich da die Arbeit zu machen. Da muss man besser mal machen, was man könne. Und dann kann man die mit dem großen Anhänger entsprechend dann wegfahren. Ne? Weil wir auch hier nicht richtig rankommen. Also der eine wird auch gehen. Der Not. Aber nächstes Jahr im Spiel hier werden wir kein Mais anbauen. Das ist ja nicht vorgesehen. Da haben wir was anderes vor. Da werden wir uns eine Krone holen oder sowas. Ne? Dann nehmen wir einen Schlag mähen und dann einen Schlag komplett. Ja, mit einem großen Ballengerät und Pressen und dann wieder so, ne? Obwohl die alle nicht so groß sind. Hier viel größere. Also. So, schießen wir auf. Schießen wir auf. Schätzt. Ja, den zurückfahren, tiefer annehmen. Ja, wenn der Boden unebene ist, ne, dann wenn er aufliegt, dann fällt er schon links und rechts. Ne? Wenn das hier Beton wäre, würde ich sagen, okay, dann ist so, ne? So hart, ne? Aber wenn das hier normaler Boden ist. Der Boden mal genau. Das ist hier nicht vorgesehen, das ist wohnmäßig ändert sich nichts mehr. Außer du kommst das nicht fliegst. Ne? Oh, geht Licht an, wird dunkel. Dunkel ist gut. Gerade zur Uhr, 16 Uhr. Naja, der Winter kommt, ne? Der erste Schnee ist auch angesagt. Ne? Laut Wetterbericht. Wir haben späten Herbst, Tag 6. Morgen haben wir Winter, Tag 1. Und da gibt es nur Winter, Tag 1 und 2, 3. Und das war's. Dann haben wir in 4 Tagen Inseln und Frühling. Und wenn wir nicht gleich aussehen können, das steht fest. Wir werden eh nur Soja und Sonnenblumen ein bisschen warten müssen.
Aber wir können dann schon grubbern und vorher einmal düngen. Mit Gärreste. Denn die Maschinen haben dann keine Düngefunktion, glaube ich. Und das ist nicht die Original. Wenn doch, dann haben wir gleich einen zweiten Düngerstube mit eingeschränkt, dann haben wir es nicht. Also eine Gärreste wollen wir gerne verarbeiten. Arbeiten und vor allem auch entsorgen. Ne? Ich meine, das Ding wird nicht voll, aber 17er war die Position dann mit der BGA dann zu Ende, weil er drinnen war. Aber Schluss. So, abkippen. Daran. Und rückwärts fahren. Gut. Jetzt haben wir noch Heuball im Stall. Die hole ich jetzt mal auf. Nehmen wir jetzt die Futtermischanlage. Ne? Können wir noch gut verwerten. Fahrmut. Da haben wir noch ein paar Ballen. Dann können wir sie rein. Und deswegen haben wir einen kleinen Kauf. Ich weiß nicht warum. Nicht wegen Mist, aber wegen Heu. Ich kann ja draußen regnen, da wurde ja weniger. Der hat aber 8000. Nimm das halt Ball, ne? Ach, Mu. Ob die hier so gut rauskommt. Hatte ich mal so einen Pfahl hingestellt, links und rechts, also rechts von hier, auf dem Pfahl, dann links. Torweite noch ist. Werden wir da sehen, ne? Oh. Ich hab doch einen Führerschein gemacht. Ne, da werden wir schön verwerten für Mischwolle. Diese kleine Mischwolder hat sich genügt. Kann man hier lang fahren, ne? Upp, wo ist er hin? Oder hat er sich im Lager eingeschmissen? Ja. Wo ist er hin? Klaus. Ich hab jetzt hier im Lager eingegangen, oder? Was ist dein normalerweise? Jetzt muss man immer sehen, ob man so kleinen Ballen hat, der irgendwie so drauf ist. Ob das Lager das Flugzeug nimmt hier? Das ist gut möglich. Da war nur noch einer, ne? Oder zwei. Ja, hier war jetzt kein Lager. Das ist nicht, gibt's doch gar nicht. Wo sind die jetzt hin? Das ist zu langsam gefahren. Oder die haben sie aufgelöst, weil sie schon vom Wetter her nicht mehr da waren. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Dann müsste ich die Ball in der Dings reinschmeißen. Futter mit der Lage. Ja, das wäre besser. Dann, da sind die auch eher gesichert. Das gucken wir nicht an. Packen wir einige, geht aus. Motor aus. Dann kippen wir noch ein LKW rein, ne? Ach, da verkaufen wir die Maschinen noch, was soll's. Garage. Was als Mod gedacht ist, wie verkaufen. Wir haben jetzt, wir brauchen noch keine Anhänger mehr für, beziehungsweise die wir brauchen, kaufen dann gleich neu. Das heißt, die Lichter lassen wir. Es kann sein, dass wir hier wechseln, das ist nicht so tragisch. Die Pumpe lassen wir auch, also nach Möglichkeit. Die Gewichte lassen wir auch. Weg.
Dann den würde ich auch verkaufen erstmal und dann bei Bedarf neu kaufen. Die Futtermischdinger würde ich gerne behalten. Den verkaufen wir auch. Und da ist da noch Futter drin, den können wir auch nicht verkaufen. Und die muss ich behalten und falls ich kein Futter haben, schlecht. So. Den brauchen wir eigentlich auch mit, da haben wir ja bisher noch nie genutzt. So, dann haben wir Traktoren, die LKWs, Mod. Kaufen. Und den nächsten LKW verkaufen. So, wie gesagt, die beiden Fahrzeuge würde ich noch drin behalten. Vielleicht kann es sein, dass ich beim Laden das dann vergesse und dann weg sind, das ist dann auch egal. Ja, aber ansonsten haben wir erstmal alles, ne? So, alle Mods raus. Ja gut, diese hier, naja, da sind die Hallen, die würde ich drin behalten. Die Lichter auch, das war ich auch drin erstmal. Es kann sein, dass ich die nicht rein, dass die weg sind, das ist nicht schlimm, das ist dann zu verkraften. Ja, so gut, zurück. Zurück haben fast 1 Million bekommen. Jetzt brauchen wir Prinzip, jetzt können wir gleich mal schon mal. Ja, mal schütten, ne? Mal gucken, ne? Normalerweise haben wir jetzt alles. Tiere haben jetzt Futter. Können wir Restfutter geben. Ja, das ist ja noch gut. Hier haben sie auch noch genug Futter. Und den machen wir noch voll, weil der ist ja leer. Oder wir den verkaufe ich auch. Und nur den großen. Der kann ja auch weg, der Kleine. Der Kleine kann auch weg. Hat aber vor aussteigen. Und das ist der Kleine. Hier ist leer. Garage. Dann muss ich die Dinger zuerst kaufen. So. Halt, da noch was hier. Das kann auch verkauft werden. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Anhänger, das behalten wir auch. Das alles, was original ist, kann von vornherein behalten werden. Also, immer ganz vorsichtig. Ne? Also, das, was Kleinbeträge sind, das können wir auch vernachlässigen. Das ist nicht tragisch. Wenn es nachher mal weg ist, ist es weg. Ne? Ist es weg. So, was brauchen wir unbedingt? Wir brauchen jetzt irgendwie ein LKW. Ein LKW, ein leistungsstarken LKW, Vollachse. Nehmen wir so einen großen. Und ja, nehmen wir einen schönen blauen, ne? Kaufen. Und dann kaufen wir einen großen Anhänger. Ein bezahlbaren, und zwar 60.000. Ist da noch eine Kamera oder zwei Kammern? So, der hat drinne keine Silage. Das ist mir ganz wichtig. Der hat Silage und der hat keine Silage. Das sind Mods. Mods, wie gesagt, Vorsicht, die könnten ja weg sein. Gut, dann nehmen wir einen mit 59.000. Ja, und 60.000 ist nicht egal, ne? So. Da gibt es keine Farbe. Macht nichts. Standard. Breitreifen, rot. Wahrscheinlich ist er auch nur in Rot zu kriegen, ne? So wie bei fertiger Maschinen, das auch nur. Habe ich den nicht verkauft? Oh, hab einen anderen verkauft.
Naja, gut, okay. Dann ist es auch egal. Garage. Den habe ich behalten. Okay. Fehler von mir. Muss ich sehen, dass ich morgen die Fahrzeuge rankriege. So. Zum LKW. 9. Naja, da haben wir schon. Ob die besser fahren, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dann haben wir keine Probleme mit Fehlern. Und wir haben es auch gelassen. So, fahren wir zum Hof. Ja, schönes Teil, ne? Lange Schnauze vorne. Die ist an der Straße nicht. Jetzt mal Richtung Silo. Hier, linke Feld hier. Wir haben mal Winter. Was soll das werden? So, machen wir Licht an. Ayay. Gut, das ist ein bisschen nachteilig. Die Spiegel sind aber die unteren zwei. Ja, also das ist immer zu sagen, ne? Original. Da passen die Spiegel zum Beispiel. Ne? Genau. So, und der Rest, ja gut. Geschwindigkeit macht er auch 83. Liegt ganz gut über die Straße. Wahrscheinlich mit Gewicht nicht mehr so. Aber auch noch nicht. Wir haben schon mal angefangen mit neuen Geräten und dann geht's bei. Die nächsten Tage gehe ich bei und werde den Ordner mal komplett sichern. Separat, extra Datenträger und dann externe Festplatte. Quasi drauf. Und dann werde ich den alten Ordner komplett löschen. Ich werde über ein System, also über Giants löschen. Das heißt, deinstallieren. Das heißt, dass so das Seasons drauf bleibt. Das ist ganz wichtig. Ja, jetzt fahren wir aus dem Hof, schieben unter den Förderband und dann beenden wir heute mal die Folge. Das fährt 81 km/h. Also gut, der Hänger ist leer, ne? Die Straßenlage ist stabil. Von daher gibt es noch keine Probleme und der andere sehen wir entsprechend weiter. Wird mal sehen, dass sich die Glasche nicht abhaut, ne? Vom Wetter, ne? Kann ja auch passieren, ne? Aber der Zaun ist gut. Aber das sieht doch am Gerät, ne? Also bei einigen dann so, aber so. So, da geht auf. Wie gesagt, das Original am Hänger, ne? Das ist auch wieder so ein besser ist. Beziehungsweise nicht so wackelt. Ne? Was wir jetzt immer so haben werden, dass wir nur eine haben werden. Ganze Nacht. Aber gut, wenn wir jetzt einen Großteil oder einen Großteil fahren, zum Beispiel für Verkauf und so, wir können wir zwei fahren, ne? Oder drei. Können wir auch Traktoren in normaler Welt. Das soll ich großen Hänger. Gibt da so einen Apfel und so. Gibt genug Auswahl. Ich will nach links. Ja, so passt das. So, schau, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich denke mal, das habe ich alle Füße vorne voll. Und wenn nicht, passiert das dann bei mir nach. Ich grüße den Winkel. Ciao. Und wie gesagt, immer fleißig kommentieren, immer fleißig rein damit. Wenn was Wichtiges ist, einfach melden und gut ist. Ich weiß, letzte Woche war Ton nicht schlecht. Ich hoffe, dass es die Woche nicht so ist. Ja, ich habe den Fehler nicht mal gefunden und es funktioniert nicht mehr. Füße und die Winkel, schauen wir mal, ne? Hier und hier, da, wie gewinkelt. Tschüss.